Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er in der Bühne ist. Ist er oben? Ist noch nie. Jetzt ist. Nee, noch nicht. Warte mal. Jetzt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minikabin. Und wie ihr seht, ich bin jetzt hier immer ringsherum fast fertig. Also ein bisschen muss ich noch aufwerten, aber ich habe kein Zement mehr. Das einzige Problem, was ich jetzt mit unserer Falle hier habe, die ich hier hingestellt habe, ist, ich muss ja irgendwie die Zombies hier in der Mitte locken. Das Dumme ist, jetzt habe ich schon überlegt, ob man hier nicht noch einen Käfig drin setzen kann. Würde aber von der Kurve nicht mehr hinpassen. Das ist ein bisschen doof. Ich kann jetzt echt bloß hoffen, dass ich, wenn ich jetzt hier stehe, dass sie sich nicht versuchen, hier durchzufriesen, sondern darin purzeln. Habe ich nie so ernst durchdacht. Na gut, jetzt ist es zu spät. Ich habe das Ding hingebaut. Unten hab, oben habe ich auch schon aufgewertet. Ich glaube, wir müssen vertrauen, dass das funktioniert. Na gut. Also, was liegt denn heute an? Also, ich brauche ein bisschen Abwechslung, weil ich habe keinen Bock mehr hier bohren. Und so ist erstmal aus. Und außerdem, ich habe kein Material mehr. Ich habe gedacht, wir machen jetzt erstmal schnell eine Quest. Und in der Zwischenzeit kann das Eisenpferd. Was ist denn hier? Hier fehlt doch einer. Da fehlt doch was. Muss ich ganz schnell ransetzen. Na, okay, hier fehlt es ja auch noch. Es fehlt ja noch ringsherum. Egal. Aber soweit ist jetzt der Stand der Dinge. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, dass wir mein Inventar entkernen. Und dann eine kleine Quest nehmen. Vor allen Dingen, die in der Nähe ist. Weil, wie gesagt, ich habe immer noch kein Benzin. Ich habe nämlich den Rest auch wieder verbraucht. Mann, 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 Mann. Ja. Müssen wir mal kicken. Ich nehme den Schrauber mit. Dann müssen wir eben halt wie immer ein, zwei Autos auseinander schrauben und... Ja, dann ist es eben halt so, ne? Kannst du nicht machen. Und als jetzt nicht. So, na gut. Also, na gut, dass alles hier laufen tut. Staune, dass ich hatte zwar eins wie Schreimerdams hier ja, aber ist jetzt nicht so, dass mir bis jetzt zum Glück die Tür noch nie eintreten haben. Bitte bescheuert, was machst du denn da? Muss das so laut sein? Hab ich noch ein bisschen Schwein ja. So eins wie Taler habe ich. Aber wer mehr? Ich habe nämlich eine kleine Quest ausprobiert, um zu gucken, ob alles hinhaut tut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht so ganz so, wie es sein sollte. Ich habe jetzt gerade nochmal eben ausgelockt, um nachzuschauen, ob ich das wirklich so eingestellt habe. So, das alte Irre gestellt. Die Zombies sind auf höchste Geschwindigkeit eingestellt. Ah, ich weiß nicht. Entweder sind wir so krass, dass mir das, dass mir das so langsam vorkommt. Quasi das Fliegenphänomen. Nee, nee, das sollte reichen. So, na gut. Ab nach Jen. Und dann holen wir uns mal eine Quest. Aber ich würde auch sagen, wenn da eine kleinere Quest ist, eine 3er, 4er, 5er oder so. 3er, 4er, so in den Dreh. Oder, das ist mir auch egal. Hauptsache Abwechslung. Dann würde ich die jetzt auch nehmen. Ich glaube, die Luft ist rein. Ich kann raus. Und wer weiß, vielleicht kriegt ja auch die ein oder andere Stücke Kadaver hier, ne? Zu unserem Garten. Weil, wie gesagt, das ist ja auch noch in der Mache. So, aber das ist erstmal angefangen. Und ab jeder. Also, bis gleich. So, sie haben ihr Ziel erreicht. Naja, lassen wir nur heute mal durchgehen. Ich hoffe, dass alles so funktioniert tut. Ich habe nämlich gerade auch mein Mikrofon neu eingestellt. Entschuldigung, falls es ab und zu mal ein bisschen so kratzig war. Obwohl, merkt man an meiner Stimme ja überhaupt nicht. Das Mikrofon war auf 18 eingestellt, aber der Verstärker, der war auch auf fast volle Bambule. Ist natürlich nicht so gut. Wie gesagt, länger oder zwei. Ja, das ist so eine Factory oder Hotel, ne? You need some work?
Wir machen erstmal den. If you finish two more jobs this week, I will give you employee of the month. Muss weg. Ich muss weg. Gut, dann machen wir die Arena auch noch und dann ist es hier. Wie gesagt, muss ja nicht übertrieben sein. Jetzt hier um der Ecke, um der Ecke. Jetzt sind mir natürlich die liebsten Quests. Benzintechnischerweise. So. Was hast du denn für uns? Dieses Hexenhaus? Na gut. Wenn er das will, dann tun wir es. Also, das ist natürlich die Quest. So, achso, ich habe ja keine Sneaky Peaky mehr mit bei, weil ich wollte mal so. Komm raus, ich hab dich doch schon gesehen. Komm jetzt. Ah, schon wieder. Es ist Moppy. Und Moppy hat Angst. Auf einen Rücken kann er. Ich sollte mal kurz hier rausgehen, weil Kumpeline war nicht da. Von überzeugt. Amused. Komm, ich rette dich. Also erlösen. Ich kann sie ja keiner anbieten. Ist ja schlimm mit dir. So, nachladen. Es scheint nicht ruhig zu sein. Ich wollte gerade sagen, ruhig. Es war gerade das Gegenteil. Und ich hab den nicht gesehen. Na gut, er lag auf dem Boden. Hey, ich hab ein Level. Wieder. Oh, was haben wir denn da? Eine Tasche. Mit Geld drin. Moment mal, jetzt habe ich doch eigentlich. Ich hab nämlich, hier will er investiert. Kann ich hier den letzten. Nee, kann ich nicht. Da muss ich Level 10 sein. Naja, 2 Level noch. Und da brauche ich Villa 2, wa? Oder brauche ich 3? Ich brauche 3 Punkte. Wenn es eine schlechtere wäre. Ist. So, gut, hier ist keiner. Und dann. Wie gesagt, nur weil das einfach ist. Also eine einfache Quest. Also 2er, 1er. Sollte man die nie unterschätzen. Eben mal tot reicht ja aus. Das wäre ganz schön kacke, wenn man jetzt auf 1er Quest sterben sollte. Wie steht denn da? Reputation. Essen. Da Hamburg, hier Essen. So, Wasser. Was haben wir hier? Noch mehr Wasser. Ganz viel Wasser. Schnell wechseln. Siehst du? Oh, das ist gut. Abwechslung. Werde ich auch gleich mal rinswirbeln. So. Hab ich. Das ist nicht so gut. Wir haben zwar ein bisschen was. Aber unsere Fressküche kann ruhig auch gefüllt werden. Ein wenig. Hallo. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er da drin ist. Ist er auch. Er wurde bloß schnell hin teleportiert. Ist noch nie. Jetzt ist. Nee, noch nicht. Nein. Jetzt. Ja, jetzt. Immer schön nochmal mit dem Knüppel nachbrechen. Sag mal, kann ich mich da auch einen Punkt irgendwie reinsammeln, dass ich da vielleicht erstmal ein wenig besser werde? Wo ist denn Knüppel? Da ist Knüppel aus dem Sack. Gut, das schmeißt uns zwar hier ein bisschen Villa zurück, aber das könnte brauchbar sein. So, aber sonst.
Sag mal, wenn ich das hier auseinanderbaue, das gibt doch bestimmt Rohre oder so, oder? Aber Kupfer? Nee, ja, kein Kupfer. Ich hätte jetzt gedacht, Kupfer. Gut, ich hätte erst gerechnet mit da, aber Zwege? Ja, ja. Was haben wir hier? Ja, na gut, dass ich Prioritäten. Halt, Moment mal, das ist doch Stoff, ne? Yep. Oh. Hau drauf! Ah, 6 Federn sind 6 Federn. Ups. Das war natürlich total Moment mal. Spiel? So einfach brauchst du hier auch nicht machen. Obwohl ich das mag. So, weiter geht es. Da groß Bett. Scheint aber keiner. Ja, da geht es raus. Aber erstmal hier ist keiner drin. Das ist doch schon mal gut. So, 12 zusätzliche Federn. Soll ja genau das, was wir gesucht haben. So, Piepsi? Nö. Es sei denn, die Viecher können jetzt spielen. Aber das ist der falsche Mod. Wir spielen ja ohne Mod. Ich staune, aber ich sollte vielleicht meine Klappe halten, dafür, dass es hier verbrannte Biom ist. Sag ich doch. Oh, nee. Blöde Tür. Heute. Heute bist du mal blöd. Mhm. Über uns. Ein Tresor. Yay. Krasse Scheiße. Vielleicht ist ja was Interessantes drin. Was schnickelt. So, was haben wir? Ja, okay, gut. Okay. Ich nehme das. Ich nehme diesen Preis an. So, warte mal, kann ich. Achso, das sind ja. Warte mal. Bevor ich sowas Dummes mache. Ja, siehst du, 500. 400. So, und danke an dich für den. Diese kleine Erinnerung. Mod technischerweise. Ich weiß ja nicht, warum ich daran nicht mehr denke. Also. Das sind immer so einfache Sachen, die ich immer so schnell verdränge. Hallo. Moment mal, da war doch was. Taktischer Vorteil incoming. Sag ich doch. Es war gut, dass ich das mitgenommen habe. Ich wollte gerade sagen, sag jetzt nicht, dass die weiter pennt. Gut, sie ist tot. Hä? Ja, siehst du? Granaten mitnehmen. Taktisch und so. Hm? War doch eine gute Idee. Von mir. So. Was ist die Schöne für mich? Na gut, jetzt müsste ich Sachen haben, dass ich die da reinschmeißen kann. Aber sonst ist es eine gute Idee. Man kann nicht alles haben. Man kann einfach nicht alle tun. So, was krieg ich jetzt von dir? Das mache ich den, das esse ich. Da passt ja ein bisschen was drin. Da bin ich wie ein Hamster. Erstmal rin in den Backen, in den Wangen. Und dann ist es gut. So, Munition am Start. Das mache ich hochklehen. So. Jetzt kriegen wir keine Klamotten mehr. Keine Klamotten. Oh, seht ihr? Da. Schöne Ding. Jetzt können wir endlich die Sachen ein bisschen umändern. So. Darin, da, da. Und zack, hatte ich trotzdem mit. Und kriege mehr Kohle.
Genau mein Ding. Moment mal, das kann ich doch auch irgendwo hin machen. Sei clever und verdiene Geld. So. Das war's. Das war's mit dem Geld verdienen. Bitte brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, das war Leder, ne? Yep, das ist Leder. Ach, passt ja so rein. Na gut. Das ist ja. Schnicke ist das ja. Ich hab alles mitgenommen. Ha! So fühlt es sich also an. So, mal den nehme ich auch mit bei Stoff. So, jetzt kann ich alles so stoffen, wie sie entkehren. So, so, so. Hast du gedacht, wir sind jetzt mehr drin oder beim Spiel? So nicht. So nicht. Diese Hütte muss entkernt werden. Gut, ich habe eigentlich eine Pflanze, Pflanze da, wollte ich gerade sagen, aber mein Mund wollte wieder nicht. So. Da ist nichts. Mhm. Naja. Na gut. Wie konnte ich dich übersehen? Aber sonst habe ich doch alles, oder? Ah? Mal nachgucken. Ja, nee, so anfangen. So, dann kommen die Mehrzahl von Couches. Hui! Das ist natürlich das Holz. Aber das kann ich mir mitnehmen. So. Uschi? Fahr uns nach Jen. Wir müssen was abgeben. Und die fette Kohle einsacken. Denn die müssen festmachen. ZZ. Entschuldigung. So, da sind wir wieder. Bereit, die fette Kohle abzuholen. Zack, Bums. Pimunsen, ich komme. Also erscheine. Well, aren't you a sight for... Well, that didn't take long. Nice work. Lass uns erstmal verkaufen. So, also, ich hab hier bitte... Denn bitte... Denn bitte... Bitte, bitte und denn, das ist unser Messer, ne? Bitte nicht verkaufen. Dankeschön. So, das brauche ich jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Habe ich zu Hause noch von. Ja. Kann alles weg. Kann alles weg. So, und ich wollte eigentlich, genau. Schutzmunition oder Hülsen? Ist hier hinten irgendwas Interessantes? Oh, Bücher. Bücher mag ich. Und die kann ich ruhig nehmen. So, aber sonst munitionstechnischerweise. Ja, okay, Magnum. Oh ja, komm, was soll's. Nimm ich. Nimm ich nicht. Bin immer so verwöhnt, dass ich so und so viele Kohle hab und dann. Thank you so much. Hey, come again. I knew you had it in you. Ja. Good work. So, ich nehme die Lebenspakete, weil das Messer das ist nicht der Rede wert. So, einer Quest. Sau schwer. And I'll have a nice reward for you. Wir werden die Quest annehmen. Und wenn wir jetzt daran scheitern, alter Junge, nee, zieht mit meinem Gesicht eine Furche. Im Boden. Vor Scham. So, warte mal. Ich muss erstmal hier. Na, komm. Naja, ich wollte da. Und diesmal habe ich wirklich Eile. So, also. Gläser brauche ich jetzt nicht. Rin. Messer. Lass ich am Mann. Plastik brauche ich nicht. Hier kann ich mir zum Feierabend.
die Munition brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Pulver müssten reichen. Das brauche ich nicht, brauche ich nicht. Heute ist brauche ich nicht Tag. So, nee, nee. Hätte ich auch mehr verbrauchen können. Na gut, auf das geht nicht mehr. Auf den Weg zurück. Und das kann. Genau. Ist immer noch so sehr, sehr viel, ne? Gute Trink brauche ich nicht. Ich habe hier auch noch Zähne. 10 Stück. Brauche ich auch nicht. Brauche ich. Ach komm, was soll's. Brauche ich auch nicht. Also glaube ich. Ich glaube, dass ich das nie brauche. So. So, jetzt kriegt Uschi noch den restlichen Schluck. Und dann geht es los. Wo muss ich hin? Da. 900 Meter ist ja auch im Ecke. Also, bis gleich. So, sie haben ihr Ziel fast erreicht. Es ist im Schneebiom. Es ist eine sehr, sehr schöne Wohnung. Ruhige Lage. Aber das wird nicht lange so bleiben. Ja, ich bin nämlich da. So, der Boomstick ist nachgeladen. So, warte ich. So, hier sieht man kurz hier raus. Ein bisschen vielleicht so schade für hier. So, habe ich da vermutet. So. Warum? Ich weiß, dass wir da hoch müssen, aber es ist eine Kabelbeschäftigung. Er hat mich noch nie gesehen. Zum Glück war der Stift noch nie gezogen. Alter, ich krieg grad einen Stift in die Hose. Bloop. Schnell wieder zurück. Jetzt ist er gezogen. Oh, oh, oh. Gut, jetzt dürfte jeder zum ihm bekommen haben. Ich muss mich auch jedes Mal wieder neu ankündigen. Hier hat man Sprungpassagen, ist genau mein Ding. Ja, leck mich! Ja, wie denn? Bitte. Er ist verwirrt. Ich fall ihm einfach in den Rücken. Okay, jetzt nicht mehr. Geh mal runter, Junge. Ich war zuerst hier. Hä? Ich bin's unten. Lassen doch. Ach, das ist ja wieder so eine Quest, wo die Kiste finden, ne? Das war nämlich schon mal. Kann ich hier rüber hüpfen? Ja, kannst du, bringt bloß nichts. Ich knüpper mal kurz hier durch. Ich war jetzt so nicht geplant. Bringt mir zwar jetzt nichts, aber ich kann nochmal und dann kann ich mich holen. Ach, das ist hinter uns. Oder da Ecke. Alles beides möglich. Geronimo! Der ist nicht da. Ich wollte dich überraschen. Du siehst auch ziemlich überrascht aus. Es ist ein Schneezombie. Der will mitmachen. Das hat sich aber ziemlich nah angehört. So, aber erstmal ein wenig Bildung. Das kennen wir ja alles schon. Jeder ist eben Buch, was ich noch nie hatte. Cool. Ja, ist. Hab ich. Das hört sich blöd an. Ha! Hui! Gut. Übersicht geschafft. Oder bin ich geschafft? Da sind hier überhaupt Zombies? Oder habe ich die jetzt schon alle raus? Hm.
Ich höre bloß Zombies von draußen gegen knallern. Hinten immer Türen schließen. Ich glaube, jetzt hat er es geschafft. Nee, noch nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Was ist draußen? Moin. Oh, ein Bett. Wenn ich das hätte, das wäre doch gut. Du musst jetzt warten. Ich hab gesagt, du musst was. Schade. Ich wollte gerade eine Überraschung rüberschicken. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Villa den Blockschaden auf 100 gestellt habe? Also auf normal? Sieht das normal aus? Ich weiß es noch nicht so ganz. Würde das jetzt nicht als normal vermuten. Aber hey. Ja, ist doch gut, Junge. Ich beeile mich doch schon. Komm rüber! Hüpp! Du alte Hüpfschule! Hüpp! Hüpp, hüpp vor den Pfeil. Hey, das ist Munition. Ich kostet! Haha! Aber dank meiner Reaktionszeiten des Todes. Bin ich jetzt noch kein? Ja, okay, ich hab's überlebt. Oh. Sind sie tot und ich nicht? Wollte ich gerade sagen, aber hey. Dieser Zombie kam mir in die Quere. Da ist noch ein Bett. Klappe zu, Klappe durch. Komm mal durch. Ach, das ist ja eher cooler. Natürlich wusste ich, bitte. Wollte nur auf Nummer sicher gehen und den Tresor zeigen, wo sein Platz ist. Gibt den Schlüssel. Zu messen. Ich hab so das Gefühl, als wenn gleich ein, zwei Zombies die Tür eintreten wären und erstmal Hallo sagen wären. Ja, es hört sich danach an. Aber ich habe ja noch hier irgendwie Türen vor mir. Zur Sicherheit. Macht bei einem Holzhaus nicht so viel Sinn. Aber hey. Hey, wir sind so ja questtechnischerweise schon durch. Machen wir hier, ist falsch. Aber da müsste eigentlich stimmen. Genau. Dann habe ich bitte raus. Hallo. Nehmen Sie diese Mütze? Sie ist für Sie wichtig. Stopp. Technischerweise. So, warte mal. Das ist unser Messer, aber da kann ich doch auch Spatenmods drin machen. Macht nicht viel Sinn, aber es funktioniert. So, habe ich jetzt. Kann ich. Das geht nicht, oder? Ich wollte gerade sagen, das wäre krass, wenn das funktionieren würde. Moment mal. Ich hab doch da schon Mods drin. Warum zeigt ihr mir gerade sagen? Warum zeigt ihr mir keine Mods an? So, warte mal. Da könnte die noch hin. Aber waffentechnischerweise habe ich jetzt nichts, was ein Magazin hier brauchen könnte. Schade. Da habe ich schon. Da passt nichts mehr drin. Oh, da. Da, da, da. Ach, da ist er schon. Na gut. Ich glaube, der ist. Oder auch nicht. Da. Ich wollte gerade sagen, wie lange brauchst du denn? Mensch, Junge. Streng dich mal ein bisschen an. Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Nö. Nö. Kann ihn doch nur die ganze Arbeit abnehmen. Muss schon ein bisschen sich selbst anstrengen, wenn er was zum Essen haben will. Ist doch bei mir genauso. So.
Und jetzt kann ich das machen, weil ich jetzt ja da vorne raus. So, zack. Rums. Nicht rums. Jetzt rums. Immer nachladen. Ich staune, dass hier noch eine Palme in der... Okay, in der Wüste kann es ab und zu auch mal kalt werden, aber das ist eine nächste Katze. Zeit zu verschwinden. Na gut. Also, selbe Weg. Hin und her. Also, bis gleich. Fuck. Und will er da. Ich hab was vergessen. So, jetzt können wir los. Diesmal wirklich. So, wir haben unser Ziel erreicht. Naja, guter Durchschnitt. Speedbesten. Hat sich zwar nicht gelohnt, also schade um das Benzin, aber ja, ein bisschen Beschäftigung ist ja auch nicht schlecht. Ne? Ja, okay. Wenn ich das jetzt zusammenrechne, Verkauf und Einnahmen und so. Ja, komm. Es geht. Good job. I knew you could do it. Nee, ich wollte eigentlich so machen. Ach, ich kann das ja auch so verkaufen. Ach nee, das war ja Reparatur-Geld. Warte mal, ich muss mal kurz hier... Nein. Darin. So, jetzt. So, dann das weg. Entschuldigung. Die Mod werde ich behalten. Für später. Peter. So, naja, gut. Aber ich will auf 4000. Thanks for the business. Now that you have some money to spend, we're running a 10% off sale for the rest of the day. Ich sag mal so, wir haben jetzt Munition ein bisschen verprasst, haben neue Munition bekommen und 2400 Jetons. Aber wie ihr sagt, wir machen das ja nicht für den Lohn, wir machen das, weil das jeder machen muss. Also, na gut, Leute. Dann bringt mal den ganzen Loot nach Hause. Und morgen werden wir ein bisschen Eisen einschmelzen. Das heißt, wir müssen. Nee, wir müssen erstmal eine Wüste neue Benzin. Neue. 1, 2, 3, 12. Wir müssen noch eine Wüste, um neue Ölsteine zu bekommen. Ist das so schwer? Also, morgen Ölstein und dann. Gehen wir weiter. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.